Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Eins vorneweg, rechts oben steht Dauerwerbesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemandem finanziert, unterstützt oder was auch immer. Neue Woche, neues GTA 5 Zeitrennen. Diese Woche haben wir das Zeitrennen Lake Vinewood Estates und das ist wirklich einfach zu gewinnen, wenn man nicht so oft Unfälle baut wie ich. Ich habe 7-8 Mal gebraucht, um das Rennen hier zu gewinnen, da ich immer wieder verunfallt bin, das ist ungünstig. Ihr müsst einfach nur den Verkehr immer im Auge behalten, ganz gut. So, da schauen wir mal zuerst auf die Karte. Und wir kürzen massiv ab. Das habe ich euch hier mal eingezeichnet. Ihr könnt Pause drücken, wenn ihr euch das genauer angucken wollt. Ja, und so wird dann halt gefahren. Dann starten wir mal. Ich fahre übrigens wieder mit der Barty. Die ist natürlich komplett ungetuned, damit ihr das auch schafft. Links blende ich es euch gleich nochmal ein. Kostet 15.000 Dollar. Ihr erhaltet 101.000 GTA-Dollar, wenn ihr das Rennen gewinnt. Was will man mehr? Schnelles Geld in kurzer Zeit. So, hier ist auch schon das erste Mal, wo ihr vom Gas gehen müsst und dann hier schön rüberrollen. Hoch, hier kommt fast immer ein Auto als Gegenverkehr. Und hier könnt ihr auch richtig schön Stoff geben. Und ihr könnt auch im Wheelie fahren, wenn ihr das Ganze so gut trifft wie ich gerade. War auch bis Zufall, davor die paar Male habe ich es nicht so gut getroffen. Und hier kommt auch gleich die erste Abkürzung. Da ist ein Strommast, rechts vorbei am Strommast und rechts vorbei an den langspitzen Baum. Genau, und hier rüber. Und jetzt immer schön Vollgas, Köpfchen nach vorne neigen, mache ich auch immer zwischendurch, wenn ich nicht gerade im Wheelie fahre. Und jetzt geht es hier rechts hoch, ich bin hier ein bisschen, ja, zu früh würde ich sagen. Und dann kommt ihr auf jeden Fall auf dem Weg zum Armeestützpunkt raus und rechts von dem Baum am besten vorbei. Ich fahre durch, ist natürlich ungünstig von mir gewählt, aber hat trotzdem geklappt. Und hier könnt ihr auch nochmal schön im Wheelie fahren, aber ihr müsst aufpassen, ihr müsst zeitig genug den Wheelie beenden und vom Gas gehen und rechts rein. Hier. Und jetzt hier in dieser hellen Fläche durch zwischen die Bäume, weil sonst landet ihr an der Mauer, das ist ungünstig. Und jetzt nochmal schön Vollgas. Und möglichst nicht wie ich gerade, der gegen Schild gegenfährt hier. Das kostet nämlich Zeit. So, ich habe es trotzdem geschafft. 1,24, 333. Ja, ich denke, das kann jeder schaffen mit ein bisschen Übung. Ist ziemlich einfach. Die Barty ist, wie gesagt, ungetuned. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Anregungen und Kritiken in die Kommentare. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Dann vielen Dank und bis später.